Die Oberfläche ist jetzt gestern und heute gemacht worden, elektropoliert. In dieses Bad reingetaucht, blieb da eine Stunde drin. Also bis zur Mitte. Weil sie tiefer ist, das geht ja nur bis 1,50 rein. Und dann über die Kräne ist es gewendet worden und dann um 180 Grad gedreht. Weil es darf ja nur die eine Seite elektropoliert werden und die andere nicht. Die wird ja lackiert. Ja. Und es geht alles über Strom, Metallplatten, die da reingesetzt sind durch die Schraubzwingen, dass überhaupt diese Fläche dann elektropoliert wird. Beim Elektropolieren wird, im Gegensatz zum Galvanisieren, Material abgetragen. Die Platte ist in diesem Fall die Anode. Der Elektrolyt, eine Mischung aus Phosphor und Schwefelsäure. Gearbeitet wird mit einer vergleichsweise niederen Spannung von 12 Volt, aber mit einem Strom von mehr als 4500 Ampere. Ja, was man bei Herrn Meyer jetzt auch sieht, wenn er hier steht, ist, dass wenn er sich bewegt, genau, wenn er näher rangeht, sieht man den Arm fast klar, wird es sehr klar.